Ontario ins Aus. Ärgerlich für den VfB, denn im Moment sind die Berliner eigentlich die Mannschaft, die so ein bisschen am Grübeln ist. Da wird es ungern sehen, dass man ihnen dabei hilft. Und Stylian Mokulescu nimmt seine zweite Auszeit. Und ist dann auch direkt im Dialog mit Adrian Contario. Mokulescu ja ebenfalls gebürtiger Rumäne, also Sprachprobleme gibt es da nicht. Und er deutet da an, ja, die Angreifer sollen sich auch ein bisschen was einfallen lassen, mal, wenn der Ball nicht optimal steht. Block anschlagen, oben an die Finger, außen an die Handkante. Im letzten Moment einfach mal die Schlagrichtung wechseln. So, Hidalgo steht wieder bereit. Natürlich auch ein Sinn der Auszeit, den Rhythmus Hidalgos am Aufschlag zu unterbrechen. Chance zum Gegenangriff. Tuzinski blockt der Friedrichshafner. Steht, der Ball landet zwar im Aus, aber Tuzinski hatte den noch an der Hand, als er zurückkam. Wird also ebenfalls dann nochmal getroffen vom geblockten Ball. Markus Böhme. Seinen Aufschlagrhythmus noch nicht gefunden. Er ist ja noch derjenige beim VfB, der diese Halle hier am besten kennt. Aber es ist eben auch schon 2 Jahre her. João José geblockt von Felix Fischer. Contario ohne Anlauf. Da muss Kach selber hingehen. Er wollte zuspielen, dachte, ach, der ist doch einfach. Aber Spirovski stand lang hinten an der Linie und kommt nicht mehr ran. Contario. Macht's auch nicht besser als Böhme zuvor. Gerade die guten Aufschläge waren ja mit ausschlaggebend für den 3:1-Sieg der Friedrichshafner in Spiel 1. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Bei der technischen Auszeit 16:15, ein Pünktchen Vorsprung für die Berliner. Und Mokulescu zunächst im Gespräch mit seinem Zuspieler, mit Lukas Tichacek, der auch mittlerweile seit 5 Jahren die Strippen zieht auf dem Feld. Also er und Kapitän João José. Das sind die beiden, die noch verblieben sind, auch von der Champions-League-Siegermannschaft von 2007. Als damals das historische Triple gelang, Meisterschaft, Pokalsieg und Champions League. Der Kempten, sonst immer hoch konzentriert, hier durchaus auch mal mit ein bisschen Lockerheit unterwegs. João José, der Portugiese. Und Charlie gibt alles. Skach am Aufschlag. Gute Annahme von Trommel. Gute Abwehr von Skach gegen José. Raus auf Alexander Spirovski. Auch da schafft der Block nicht rechtzeitig. Fälscht nur noch ab. Der SCC wieder 2 Pünktchen vor. Und Skach am Aufschlag. Ja, der hat er zu flach angeworfen. War schon im Ansatz zu sehen, dass der nicht kommen wird.
Milos Vemic. Guter Aufschlag von ihm. Aber Hidalgo mit dem Pipe. Macht er das Ganze ein bisschen nach links versetzt aus Angreifersicht. Und damit die Lücke im Block geschaffen. Nächster guter Ball von Hidalgo. Oliver. José. Diesmal ganz auf Nummer sicher beim Aufschlag. Ist ja einer, der wenig Fehler machen soll, weil die um ihn herum hohes Risiko gehen. Aber so eine Bälle sollte in einem Finale nicht runterfallen. Und da ist auch der Chef einigermaßen sauer. Stylian Mokolescu mit einer ersten kleinen Wutprobe am Spielfeldrand. Muss sein und muss auch wieder weg. Aber so eine Bälle sind ärgerlich, wenn man die Kugel in der Luft hat und dann durch ein Missverständnis sie doch runterfällt. Ja, Felix Fischer noch dran am Ball. Ansonsten wäre er auch drin gewesen. Gut gespielt von Tkaček auf Markus Böhme. Crunch-Time, sagen die Basketballer. Rein in die entscheidende Phase des ersten Satzes. Tkačeks Aufschlag an der Netzkante. Hidalgo weit ins Aus. Den hat er nur mit der halben Hand getroffen. Der Aufschlag war eigentlich gebremst worden. Also hätte die Annahme hier durchaus ein bisschen besser kommen dürfen von Tuzinski, dem US-amerikanischen Olympiasieger. Wieder ein Netzkantenaufschlag von Tkaček. Und wieder ist die Annahme auf der 3-Meter-Linie. Das heißt, Mittelangreifer fällt weg. Block ist frühzeitig da. Spirovski kriegt das Ding vor die Füße. Und der VfB zum ersten Mal seit dem 1-0 in Führung. Die zweite Auszeit von Marc Lebedieu. Damit haben beide Trainer ihr Kontingent erschöpft. Spricht da auch besonders mit Hidalgo und mit Tuzinski. Die müssen die Annahme schlichtweg besser nach vorne schieben. Sonst ist Jaroslav Škaf kein Zuspieler, sondern wird automatisch zum Stellknecht, aber wirklich ein Spiel aufziehen kann er dann nicht. Und wie gut der Block steht vor allem, das haben wir gesehen bei Friedrichshafen, wenn die genug Zeit bekommen. Tkaček schafft ein drittes Mal in Folge die Netzkante. Nee. Diesmal kurzer Aufschlag und die Annahme von Korsenewicz. Fast rückwärts gespielt. Gut gemacht von Hidalgo. Jetzt hat er wieder einen riesen Zweierblock vor sich. Traut sich nicht. Gontario. Geblockt. Nochmal der Rumäne. Verteidigt von Škaf. Spirovski. Und wieder kriegt er ihn vor die Füße. Ja. Und da geht auch die Faust von Stelian Mokolescu mal Richtung Tribünendach. Klasse Ballwechsel. Und wieder gewinnt ihn am Ende der Friedrichshafener Block. Immer noch Tkaček am Aufschlag. Erst jetzt ist er weg. Wollte da kurz Longline auf Hidalgo aufschlagen.
ist natürlich auch in jeder einzelnen Position immer vorher alles genau abgesprochen und gescoutet und analysiert, wohin der Aufschlag kommen soll. Nur bei Leuten, die wirklich häufiger mal direkte Asse schlagen, die kriegen da sozusagen den Freibrief. Aspirovskis Aufschlag zu harmlos. Cortario ohne Mühe. Jeroen Trommel. Diesmal kommt er durch. Alexander Spirovski. Aber irgendwo eine Lücke im Block. Und jetzt könnte Berlin eine kleine Aufschlagsserie von Hidalgo sehr gut gebrauchen. Ah, ganz knapp seitlich aus. Da hat er das Ass probiert und hat einfach ein bisschen Pech auch. Der Ball geht um Zentimeter neben die Seitenlinie. Und weil Hidalgo in der Annahme so ein bisschen gewackelt hat zuletzt, kommt jetzt der Stabilste in diesem Element. Der Lette Yannis Medins. Aber ist natürlich dann, wenn Angriffe über Hinterfeld Mitte kommen sollen, ein kleines Handicap, wenn Hidalgo draußen ist. Annahme wieder bei 4 Meter von Tuzinski, aber er bügelt wieder aus, schlägt Cortario außen an mit seiner ganzen Routine. Aber schauen Sie mal, wo der Schach zuspielen muss, da kann man eben keine Mittelangreifer mehr einsetzen. Das ist das große Problem der Berliner bislang in diesem Satz. Jaroslav Schach mehr Möglichkeiten zu geben. Ja, so sieht eine perfekte Annahme aus. Tiracek spielt Cortario vor den Einerblock. Der hat kein Problem damit. Und Friedrichshafen hat 2 Satzbälle, um hier in Führung zu gehen. Juraj Zadko kommt noch rein bei den Häflern. Zuspieler Nummer 2 kommt rein für Lukas Tiracek. Der Slowake soll es mal im Block probieren, ob er vielleicht da den entscheidenden Punkt machen kann. Er muss gar nicht eingreifen. Tuzinski macht den Fehler. Will diagonal vorbei, zieht den Ball zu extrem und versenkt ihn auf der eigenen Seite im Netz. Zu viele Fehler beim SCC Berlin, die Friedrichshafen zunächst reinhelfen ins Spiel nach durchwachsenem Beginn. Und dann haben die Friedrichshafener das ganz souverän zu Ende gespielt, haben eben ihrerseits keine Fehler gemacht. Haben das fast ausschließlich in der zweiten Satzhälfte dem Gegner überlassen. Ja, und so gewinnt man mal eben den ersten mit 25:22. Berlin muss sich da stabilisieren. Die Annahme ist unter dem normalen Niveau. Und dazu noch 2, 3 verschlagene Bälle, die so nicht sein müssen. Bei dem einen oder anderen ist noch Luft nach oben, was die Aufschläge angeht. Und naja, das werden Sie jetzt sicherlich besprechen in der Pause. Wir wollen auch noch ein bisschen was besprechen. Mit einem Fachfremden sozusagen, der hier aber auch ganz interessiert zuschaut. Wenn man sich erinnert, vor einigen Jahren, die Reinickendorfer Füchse, die Handballer, spielten zweite Liga im Horst-Korber-Zentrum in der Nähe des Olympiastadions. Wo kaum einer hinkommt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und das Ganze fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und dann kam ein Mann, der eh schon einen Namen hatte im Handball, aber wo alles gefragt haben, was macht der da in Berlin, was will der da? Im Moment stehen die auf einem Champions-League-Platz in der Bundesliga, die Füchse. Und der Manager, der das alles geschafft hat, Bob Hanning, der ist jetzt unten bei Jens-Peter Krull, hat aber jetzt gerade noch mal einen Carveniro-Mann entdeckt. Den muss er noch mal kurz begrüßen, seinen alten Kumpel. Und jetzt steht er bei unserem Mikrofon. Jetzt ist er hier. Bob Hanning, Sie haben es gerade gesagt. Tolle Atmosphäre hier auch bei den Volleyballern. Ja, ist überragend. Also macht schon riesig Spaß, ein Volleyballspiel live zu sehen. Und ich dachte, man wäre etwas unaufgeregter, wenn man nicht selbst in Aktion ist in der Halle. Aber man geht ja doch genau.